Recht herzlich willkommen zur 18. Folge von Oxygen Not Included. Ja, schauen wir mal hier rein und gucken. Wir hatten was zuletzt gemacht hier mit dem Wasser. Wir haben hier rechts noch dieses hier genau. Das war das letzte. Und wir haben Stromprobleme, hatten wir festgestellt. Der Mordrak hatte das auch geschrieben. Warte mal, wir können das Overlay mit dem Strom mal gerade aufmachen. Die Leitungen sind schon am glühen. 2000 Watt hier oben geht es sowieso nicht weiter, aber es liegt daran, dass da... Unerreichte Baustelle. Okay, da ist noch nichts gebaut, aber dieses hier sagt uns ja, dass das total überlastet ist. Obwohl, achso, 1000 Watt haben wir da. Das sind noch die Leitungen, die einfach sind. Da müssen wir mal reingucken. Haben wir denn, ach, die Leiterkabel sind hier. Verbindegebäude mit Stromquellen. Kann in Wand- und Bodenziegeln verlegt werden? Fehlende Ressourcen. Ah, wir müssen Metall veredeln dafür. Okay. Hatten wir nicht hier einen Veredler? Ne, haben wir gar nicht, oder? Haben wir den irgendwo? Nö. Steht nix. Gut, was wir natürlich machen müssen, wir müssen auch mal gucken, dass wir hier stromtechnisch da gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir die intelligente Batterie, die wir glaube aber schon haben, ne, oder? Bauen. Die war doch schon hier, ne? Oh ne, war auch noch, doch, da ist er. Auch fehlende Ressource. Da müssen wir jetzt erstmal die Ressourcengeschichte machen. Veredelung. Der Steinbrecher, der fehlt uns dann noch, ne? Den wollte ich nicht da einbauen, oder? Was war das? Das war eine Apotheke. Ich würde den jetzt... Hier ist der Speicher für... Ja, mach den da ein. So, unser Problem ist halt, dass es überlastet ist. Das bedeutet, wir müssten eigentlich auch zusehen, dass wir erstens intelligente Batterien machen, zum Beispiel, um den Strom hier nicht zu verballern, also die Kohle vielmehr, ne? Die produziert nämlich permanent dann und ja, ist dann die Frage, ob das gut ist. Und das nächste, was ist, wieso Forschung fehlt, aha. Das nächste, was ist, dass wir, was ist das denn, Rohrgas... Sensoren oder sowas. Erstmal gucken hier. Da Futter, da Ölraffinerie und sowas. Die haben wir schon alles. Das war Sensoren. Das ist Erzreiniger, ein Salzer. Mechanisches Surfboard. Den Rest haben wir schon. Hier ist Deko, ne? Teppichfliesen etc. Ja, und hier unten sind Wegeplatten. Gaselementsensor. Flüssigkeitselementsensor. Okay. Was haben wir hier? Schutzanzugsoberlege. Klimagerät. Detektoren. Was haben wir hier? Oh, da sind jetzt so viele Sachen, wo ich sagen würde, dass Erzreiniger, Entsalzer. Was haben wir hier noch? Krankenhaus. Zurzeit haben wir keine Verletzten. Was ist das hier? Metallraffinerie. Okay, die würde ja dann Sinn machen, aber wir haben ja das andere Ding hier, den hier noch. Ineffizient. Aha, das heißt, wir machen den, damit es effizient wird. Alles klar. Aber den sollen sie erstmal bauen, das ist ja erstmal okay. Darüber müssen wir mal hier noch was machen. Passt dann schon, ne? Und darüber wiederum können sie dann auch noch das hier weggraben. Okay. Die sind am Arbeiten. Da muss auch weg. Das passt dann. Und dann müssen wir gucken, dass wir Ladung kriegen. Kabel kriegen. Die sind natürlich nicht schick und so weiter und so fort, ne? Ist klar. Und hier stellt sich dann die Frage, wo ziehst du das lang, dass die Leitungen nicht überladen sind dann? Kann man das so machen und so machen und dann sitzen die nicht aneinander, also diese Leitung dann nicht da dran? Ich weiß es nicht, müssen wir ausprobieren, oder? Gut, der ist jetzt gerade da drunter am Arbeiten, deswegen, das ist schon erledigt, super. Passt mit dem Steinbeißer, sag ich mal. Gut, die sind am Pofen. Was ist hier? Ach so, da geht auch schon wieder das Rohr. Ne, das ist sogar blockiert. Haben wir bestimmt hoffentlich einen Klempner. Hier wird noch nichts gemacht.
Das ist ja alles hier Alge, ne? Tierschleim. Ist der denn kontaminiert? Nö, also ist der Schleim egal, ne? Da, wo war denn der Schleim jetzt? Da, der ist kontaminiert, aber dieser hier wohl nicht. Nö, der Schleim ist okay, nur der da ist nicht okay. Gut, aber dann können wir das mal hier graben. Machen wir doch erstmal so, oder? So, da oben wird schon ordentlich gearbeitet. Ja. Und das hier müssen wir ganz schnell auch weggraben. Sonst geht das nachher nicht, ne? Würde ich mal sagen. Oder? Doch, das kriegen die noch weg, oder? Kriegen die das nicht weg? Doch, das kriegen die weg. Aber das können die jetzt auch wegmachen, wenn... Die Algen werden auf jeden Fall genommen. Nahrungsmangel, 11.000, okay. Forschung war abgeschlossen. Okay. Ja. Errungenschaft, irgendwo habe ich daneben geklickt, ist aber auch halb so wild. Wettbewerb, Oxygenative, Top, gutes Ei. Wir werden besser. Okay, wir werden besser. Ja, klar, werden wir besser. Wir sind doch immer gut, oder? Stromkreis überlastet, hatten wir da gerade gesehen. Ist klar, da sind wir ja auch auf dem Weg dahin, das besser zu machen. Hier ist Kohle drin, aber wir sind immer noch nicht stromtechnisch gut verbunden. Automatisierung findet noch nicht statt. Dafür brauchen wir die Kiste, damit das vorangeht, ne? So, und dann ist die Frage, ob zum Beispiel diese Leitung, wenn wir die gebaut haben, nicht überlastet ist, weil eigentlich ist dieses und das, aber ein Stromnetz ist immer, ja, schwierig. Gucken wir mal, was da passiert. Hier fehlt jetzt Strom. Kein Strom. Er oder sie tritt. Ja, muss man mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? So, das ist alles abgebaut. Da können wir auch mal so machen, dass das aufgeräumt wird. Oh, da ist schon irgendwas. Lager nicht verfügbar. Sandstein. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht's hier weiter, ne? Wo gibt's noch ein Lager? Oder wo machen wir ein Lager dann? Hier ist großes Lager. Irgendwann müssen wir den Raum da mal machen. Mach den dahin. Hier wird auf jeden Fall gearbeitet. Krankenstation läuft. Wie sieht es denn sonst so aus? Hier Sauerstoff ist erstmal gut, obwohl hier unten, da in diesen Zimmern ist der Sauerstoff schlecht. Aber da wird auch gerade gebaut. Wo kommt denn da der Sauerstoff her dann? Lüftungsoverlay. Ah, von da, okay. Ist aber auch schon fertig, kann funktionieren. Ist nur die Frage, wo kommt die Leitung her? Ach so, das sind die. Und der sollte dann da weitergehen. Macht er das? Das ist die Frage. Glaube, hier geht's nicht durch, kann das sein? Weil hier alles rausgeht. Lüftungsoverlay nochmal. Ja, alles, was hier rausgeschickt wird, bleibt da. Und selbst hier haben wir, glaube ich, schon den Druck drin, ne? Das bedeutet, wir werden dieses Teil hier mal zerlegen. Und... Ne, nicht Sanitärlüftung. Gucken, ob das funktioniert. Hier wird der Sauerstoff abgespalten, klar. Und hier haben wir dann auch Stromproduktion, ne? Und wo geht das Stromnetz da lang? Okay, das geht nach da. Da ist jetzt die Frage, ob wir den Stromkreis nicht irgendwo trennen sollten dann, ne? So wie hier zum Beispiel, ne? Das ist die Batterie. Da können wir da eigentlich eine Trenner machen.
Okay. Müssen wir mal schauen. Wir müssen kleinere Stromkreise bauen erstmal. Und wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Hier wird geduscht, das ist ja schon mal cool. Geforscht wird aber noch, ne? Ja, ach, guck mal, hier kann man eine Stufe hoch machen, wo ist die Störung da? Fertigkeit. Er ist fertig. Viehzucht, okay, dann müssen wir demnächst da die Viehzucht machen. Und hier unten haben wir noch Elektrotechnik, okay. Sonst keiner, sonst keiner. Passt. Achso, Lager wurde gebaut. Sandstein kann dann da rein. Das war organisch, ne, oder? Ne. Nährstoff. Ne, Sandstein war. Das war Sand. War das Sandstein? Sandstein. Rohmaterial, ne? Ja. Passt. Das kann dann weggeräumt werden. Ja, hier sind wir immer noch nicht weiter mit unserem Essen auch, ne? Hier oben ist doch schon schick, oder? Die Leiter, was ist denn hier kaputt? Überlastete Leitung wieder mal. Ja. Kann man das machen? Weiß ich nicht. Das können wir auf jeden Fall machen bis dahin. Machen wir mal so, ne? Das passt schon. Ja, das kann auch so ruhig bleiben bei der Richtung. So, hier unten die Leitung wird jetzt versorgt. Und das bedeutet, hier kommt auch Sauerstoff hin. Da unten natürlich noch nicht, weil da das Dingens fehlt, ne? Das Auslass oder der Auslass. Jetzt ist die Frage, wie geht denn das hier weiter? Okay, die gehen aber links, rechts, das passt. Aber da haben wir auch schon Druckprobleme dran, ne? Hier. Ich denke mal, wir trennen mal hier jetzt das Kabel. Die Batterie hängt mit dem Mauserrad, mit dem Hamsterrad zusammen und mit dem Lufterfrischer hier. Lass uns mal die Leitung nochmal gucken. Das Hamsterrad funktioniert mit der Batterie und ganz vielen anderen Dingen. Hier er. Ich glaube, wir trennen hier auch noch dann. Hier macht der Generator das oben. Wird werden, oder? So, hier ist schon mal keine Überlastung mehr drin, weil, ne? Das Kabel können wir auch zerlegen. Gewinnen wir die Rohstoffe. Die Batterie ist voll und das Rad ist dann da betätigt. Ach, guck mal, jetzt ist hier... Ach so, wahrscheinlich ist gerade kein Strom da. Doch, der brennt hier unsere Kohle weg. Da müssen wir drauf arbeiten noch. Nicht drauf, sondern dran arbeiten. Und hier fehlt es noch an Strom. Und dann soll er mal hier Kupfererz machen, ne? Machen wir erstmal 10, 20 Stück da rein und fertig. Oder wir können auch noch das machen. Auch 20. So, mehr ist ja nicht. Hier schon fertig, cool. Hier schon gleich kaputt. Okay, da wird aber gerade repariert, alles klar. So, dann bauen wir das mal ab. Und hier gehen wir mal bis dahin, oder? Ja. Hier das Wasser. Müssen wir auffangen weiter. Oder lassen wir erstmal so. Hier wird der Boden gerade gemacht, auch sehr schön. Eigentlich läuft das soweit. Irgendwo wird geduscht oder nicht? Es zischt irgendwo. Ach so, hier haben wir noch diese Doppelschleusen, die müssen wir auch noch abbauen, ne?
Wie ist denn die Räumlichkeit jetzt groß? Das ist die Frage, ne? So, das passt ja. Das heißt, dieser Schacht kann weg. Pneumatische Tür zerlegen. Ziegel zerlegen. Luftdurchleserziegel zerlegen. Das gleiche findet hier statt, oder? Zerlegen. Ziegel zerlegen. Luftdurchleserziegel zerlegen. Das passt erstmal. Hier ist ein Bett. Hier, das wird gar nicht gemacht. Hier ist schlechte Luft drin, also muss die Prio hier mal hochgemacht werden für den Gasabzug. Da schläft jetzt Catalina und da wird geduscht. Sehr interessant. Aber ist ja ein extra Raum, ist halb so wild, ne? So. Hier wird ordentlich gearbeitet. Läuft nur alles. Nahrungsmangel, 7000 ist okay. Ungekühlte Nahrungsmittel, aber wir haben doch irgendwo einen Kühlschrank, da ist er doch. Ach, da wird Medizin, kommt da rein, alles klar. Da sollten wir mal die Medizin da nicht reinmachen, sondern essen. Kabel, Kohlendioxid, Kühlschrank. Kann ich sehen, was da drin ist gerade? 50 Kilo. Allergiemedikamente, okay. Und sonst nichts. Ich glaube, das sollten wir mal hier hin machen, noch einen Kühlschrank, ne? War das bei Medizin der Kühlschrank? Nein, ne? Nein. Nahrung. Nahrung ist da. Ah, jetzt kriegen wir wieder dann den nächsten. Strom, ne? Mach den Kühlschrank da erstmal hin. So, hier geht's weiter. Da oben ist auch schon gemacht worden. Müssen wir mal schauen, wie es läuft. Die können da auf jeden Fall noch aufräumen. Da wird getreten. Forschung ist abgeschlossen. Jetzt haben wir den Metallziegel und die Metallraffinerie. Der ist da. Und die Raffinerie ist da. Und dann sollten wir die vielleicht auch mal bauen, oder? Wo hatten wir die andere denn jetzt? Da, okay. Machen wir mal dahin. Er ist da kräftig am Holen. So. Da haben wir noch nichts. Raumheizung. Okay. Station. Ja, da müssen wir uns auch noch kümmern. Hier kommt jetzt Medizin rein. Und der Rest nicht. Und hier kommt Essbares rein. Und das nicht. Oh, jetzt haben sie die Tabletten da so hingeschmissen. Naja, das wird dann darüber gebracht, will ich hoffen. So, Strom. Sind erstmal die einfachen Kabel noch gefragt. Machen wir erstmal so. Eine Überlastung findet gerade nicht statt. Okay, hier wird aufgeräumt. Ach, das Teil ist sogar schon so schnell fertig. Kühlmittel. Okay, da gucken wir mal schnell hier noch rein, was die Duplikantenblaupausen so bringen. Hilfspaket. Sohle. 2 Tonnen Sohle. Was soll ich damit? Der pinkelt uns hier die Hütte voll, den brauchen wir nicht. Kann Doktortätigkeit auch nicht durchführen, würde man nehmen können. Athletik ist gesenkt, das ist Luftverbrauch gesenkt, Wissenschaft erhöht. Hm. Kann gut graben. Forschung und Kochen ist hier gefragt. Hm. Jetzt ist die Frage, ob wir
Ich glaube, wir nehmen die Sohle, oder? 2 Tonnen Sohle. Ich weiß nur nicht, wie die da hinkommt. In Flaschen, oder? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ja, ist in Flaschen eingekommen, ne? Dann passt das ja. Also, ganz abweisen wäre ja Blödsinn gewesen. Dann nimmt man lieber sowas, ne? So, jetzt haben wir hier noch ein Problem. Erstmal Strom. Das geht schnell. Und das andere ist das Lüftung. Nee, Wasser. Sanitär, so, da. Mhm. Das heißt, hier geht's rein. Das würde bedeuten, ich muss, glaube ich, ihn hier so verbinden und ihn hier so verbinden, richtig? Hoffen wir, dass das so funktioniert. Ziegelsteine hier oben. Passt erstmal. Und da produzieren wir jetzt die Klamotten fürs nächste, ne? So, jetzt haben wir hier auch Geld dafür, ne? Automatische Verkabelung. Okay. Das ist jetzt die Frage, wer da alles verkabelt wird. Die Batterie wollten wir erstmal haben. Ja. 200 Kilogramm veredeltes Metall, aber da sind wir ja dran am Arbeiten, oder? Die Top-Leitungen sind auch schon fertig. Die sind hier schon doppelt so stark wie die da. Aber wir wollen erstmal die Batterie haben. Das ist wichtiger. Hier geht es auch schon voran. So, Kühlung findet schon in einer Richtung wohl statt. So, jetzt ist das Wasser noch nicht drin. Ah, doch, da hinten kommt es im Hintergrund. Das sollte jetzt funktionieren, die Kühlung. Warte auf Kühlmittel. Ah, da kommt es rein. Steigt. Okay. Batterie haben wir noch nicht. Fehlt noch. Kühlmittel kommt jetzt in den orangen Bereich. Vom roten. Sollte gleich funktionieren, oder? Das ist nicht effektiv, das ist effektiver, ne? Dann können wir den anderen gleich abreißen eigentlich, oder? Ne, der andere kann auch noch was anderes zermalmen, was der nicht kann. Alles klar. So, da geht jetzt was. Macht er das? Achso, der muss befüllt werden, dann der. Und hier ist dann nur noch Sand und sowas machen, ne? Okay, da gibt's ein fertiges Update hier für Camilla. Ja, machen wir erstmal die Herzchen fertig, ne? So läuft's erstmal, oder? So, wir sind mit dem Stromlayout nochmal, können wir nochmal gucken. Das sieht schon mal besser aus. Hier oben ist es noch, da müssen wir nochmal irgendwo unterteilen. Kriegen wir aber wahrscheinlich demnächst hin, wenn wir hier mit den Batterien und sowas da besser wirtschaften können, ne? Wie ist das mit der Batterie? Da fehlt es immer noch kein verbrauchbare Erze. Was haben wir denn jetzt hier? Wo veredeltes Metall da? Okay, eins von beiden muss noch fertig werden. Ah, Kupfer. Da ist es. Und dann machen wir mal eine Batterie.
Ach, machen wir die hier hin. Ja, machen wir da hin. Und dann brauchen wir da noch einen Stromanschluss. Und zwar nehmen wir diesmal das bessere Kabel. So, dann wird das gemacht. Und dann muss man den noch nachher anschließen mit der Batterie und dann sagen, hier, wenn da nicht genug Saft drin ist, dann füllen uns die wieder auf. Eisen fehlt. Eisen fehlt, okay. Kommt aber. Wird schon geliefert. Cool. Der nächste kann es aufbauen, oder wie sehe ich das? Tatsächlich, läuft schon. Komm, dann nehmen wir gerade noch den Anschluss mit rein. Machen wir mal so. So, die Batterie ist auf jeden Fall schon mal angeschlossen und die müsste dann ja auch laden, oder? Oberer Schwellenwert, unterer Schwellenwert. Ne, untere machen wir mal 10% auf jeden Fall, oder? Na, machen wir lieber ein bisschen mehr. 20%. Ja, lassen wir mal so. Und das Signal kommt ja auch, ne? Oder? Da fehlt jetzt noch das Stück. Dann wird der ausgeschaltet, oder? Und dieses ist im System, die Batterie dann. Jetzt wird sie gerade geladen. In der Hoffnung, dass es dann noch passt. Forschung ist nicht an. Feststoffe, okay. Ich glaube, das nehmen wir mal. Das hört sich gut an. So, hier muss jetzt noch fertig werden. Oh, das ist cool, dass das schon jetzt gleich kommt. So, jetzt hat der hier ganz klar gesagt gekriegt, lade mich auf. Das funktioniert. Nur die, ja doch, da ist ein ganz minimaler grüner Balken zu sehen, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, ob das hier funktioniert, was wir da vorhaben. Aber wir sind auf dem Weg dahin, sagen wir es mal so, ne? Gut, okay, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und sonst, ja, Kommentare wie immer, herzlich willkommen, Mordrak, schreibt nochmal rein, ob wir hier irgendwie vorankommen mit unserem Strom. Ich denke, wir brauchen viele kleine Stromnetze, anders funktioniert das wahrscheinlich nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man das anders macht, dass die Leitungen nicht überspannt sind. Wenn man die dicken Leitungen nachher hat, dann ist es sowieso schwierig, ne? Dann geht es ja ums Dingens hier, wo uns ist denn der Strom da? Wenn man die Starkleiter und Starkstromkabel hat, die sind ja hier dekorationsmäßig total schäbig unterwegs. Da müsste man die irgendwo in einem Industriebereich zum Beispiel nur legen oder so. Das müssen wir dann mal gucken. Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss.